Hallo miteinander, hallo Lee. Ich Hallo. begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem neuen Interview. Das Interview heute eben ist mit dir, Lee. Du bist ein Ex-Expat. Ja, Double das stimmt. X. Ja. Und du willst uns heute ein bisschen über deine Erfahrungen erzählen und über dein Leben. Genau. Ja, könntest du am Anfang anfangen, vielleicht dich ein bisschen mehr noch vorstellen. Wir tun schon ein paar Jahre lang zusammen konversieren da. Online-Lektionen haben wir und ja, haben uns mittlerweile gut kennengelernt. Aber die anderen kennen dich noch nicht so. Würdest du dich ein bisschen vorstellen? Ja, gern. Ich bin Lee. Ich bin Amerikaner, natürlich. Bin in Michigan geboren, in Flint, Michigan. Das ist nicht so eine hochbekannte Stadt, aber in Flint, so dort habe ich bis 3 Monate gewohnt und dann ist meine Familie auf Detroit zugelegt und dann dort bin ich aufgewachsen, bis ich schon 18 war in Detroit. Ich glaube, Detroit hat nicht so ganz einen guten Ruf, aber bei mir, ich bin immer noch stolz darauf, Detroiter zu sein, obwohl ich seit fast schon 30 Jahren nicht mehr in Detroit können wohnen. Aber dann bin ich in der Uni gegangen, fast nur 90 Minuten entfernt von Detroit, ich bin ein lebenslanger Michigander, sozusagen, ein Midwesterner. Aus Amerika, und dann, ich habe Werbung der Uni studiert. Das hat mich nur vergessen. Oh, ja. Am Anfang hast du Werbung studiert. Ja, genau. Ja, Genau. sicher. Aha. Aber eigentlich, das hat mich nur so ganz interessiert, sondern es ist einfach gewesen, eigentlich die studieren, und bei mir ist es wichtiger gewesen, trotzdem, dass etwas einfach ist. Aber Also, du hast den Weg vom geringsten Widerstand gewählt. Also, das kannst du am genau. meisten Partys machen und am wenigsten musst du arbeiten. Genau, ich habe mich ziemlich stärker auf die unterschiedliche und vielfältige Erfahrungen in der Universitätserfahrung fokussiert als nur die Klasse. Gott sei Dank ist das mit unserem Kind ganz anders gelaufen. Aber für mich ist das wichtig gewesen, und dann, aber ich habe noch nie in Werbung gearbeitet, denn ich habe eigentlich im IT Gebiet geschafft, ganz früh in sozusagen es Lebenslauf vom IT. Gut, ist es total anders. Ich bin nur so talentiert mit IT. Und dann bin ich Anwalt geworden. Also hast du auch noch ein paar Jahre müssen studieren, oder? Dass du können Anwalt werden. Genau, und darauf habe ich mich eigentlich ein bisschen enger fokussiert während dem Rechtsschuljahr, und dann mittlerweile bin ich verheiratet mit der Frau. Wir sind fast schon 27 Jahre schon mal verheiratet. Ja, gratuliere. Danke. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Am meisten erfolgreich, oder so würde ich erzählen, wer weiß, wegen meiner Ja, Frau. ihr seid noch zusammen, das ist auf jeden Fall erfolgreich. Manche, es gibt immer ein bisschen Probleme unterwegs, oder? Genau, das stimmt, ja. Ja, und dann bist du Anwalt geworden und dann hat es dich so ein bisschen ins Ausland verschlagen. Wo Ja. bist du schon überall gewesen? Mit deiner So, Familie. am Anfang habe ich mich mit der Privatrechtsfirma in der Nähe von Detroit geschafft. Dann bin ich mit der internationalen Chemiefirma verbunden, und dann wegen dem sind wir in 2011 auf die Schweiz zugelegt. Wir haben eigentlich kein Wörtdeutsch
können verstehen. Also weder Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch? Nein, ich habe Spanisch, so wie fast schon jeder Amerikaner, habe ich Spanisch in der Primarschule gelernt, aber das habe ich seit schon langsam total verloren. Aber, und wir haben eigentlich fast nichts wegen der Schweiz gewusst. Wo? Über die Schweiz, ja, ja. Mhm. Ja, aber hast du gewusst, wo sie ist auf der Landkarte? Genau, genau. Wir haben wenigstens gewusst, dass die Schweiz weder Swaziland oder Schweden wäre. Aber, wir haben das können unterscheiden, das ist gut. Ja, aber in dem, wir haben eine kurze Klasse gemacht, in dem, ich glaube, eine kulturelle Klasse. In dem also einen Kurs haben wir gemacht dann für Experts? Ja, aber nur oder? 3 Stunden oder so etwas. Es ist fast eine Vorstellung über der Schweiz. Und der Mann hat uns erzählt, dass die Schweizer sind genauso wie ein hartes Brot. Ja, draussen, aber ganz weich und nicht hinein. Aber er hat uns... Draussen haben sie eine harte Kruste. Genau. Mhm. Genau, aber der hat uns eigentlich gar nichts wegen der Sprache erzählt. Mhm. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir eigentlich vorher erwartet haben, aber wahrscheinlich, dass jeder sehr gut zum Schließen Englisch kommt und wir haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt, dass zum Beispiel die unterschiedlichen Dialekte gibt. Oder dass es überhaupt Dialekte gibt, oder? Genau, und 4 Landessprachen mit Französisch oder Italienisch oder Romansch. Wir haben wirklich nicht gewusst. Aber das ist eigentlich für uns als Familie ist es hochspannend gewesen. Unsere Kinder sind hochmotiviert davon. Es ist eigentlich ein lebensänderige Erfahrung. Lebensverändernde Erfahrung, yeah. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und ihr seid ja dann nicht so lange in der Schweiz geblieben und sind wieder weitergegangen. Und also ihr seid viel gezügelt in eurem Leben mit deiner Familie, mit deiner Frau und dem Kind und so. Wie war das für euch gewesen, das ewige Zügeln von einem Ort zum anderen? Ja, mir ist das keine Ahnung, woher das kommt eigentlich. Ich glaube, also ich bin ursprünglich als Amerikaner und redet fast schon jeder Amerikaner über ihre Wurzeln. So, ich bin fast schon ein bisschen halb Deutsch, halb Schwedisch als Wurzeln. Und ich glaube, habe ich von irgendwoher diese Wanderlust beim Zug, dass mein Urgroßvater ist auf Amerika ausgewandert. Mein Großvater, so wenn mein Vater ein Bub war, der hat fast überall gewohnt, auch als Expat, okay, in Montreal, im Kanadien, so, aber dort mal in den 50er und 60er, das ist fast schon ein ganz fremdes Land, Montreal oder Quebec. Dort redet sie auch Französisch, oder? Ja, es ist ein ganz altes Französisch, so er kann noch ganz fließend Französisch, aber ein bisschen so wie in den 18. Jahrhunderten, so fast ja, sie redet ein bisschen anders, ist nicht immer einfach zu verstehen, ja, ja. Genau. Also für mich, ich kenne ja das nicht so. Ja, yeah. So, ich glaube genetisch, wahrscheinlich ist es etwas ein bisschen rezessives, weil mein Vater hat niemals als Erwachsener wirklich gezügelt. Ich glaube, meine Mutter ist in ein gleiches Haus geboren und aufgewachsen, in ein ganz kleines Dorfli. Und sie hat nicht so gern ein kleines Dorfli, aber sie hat auch nicht so gern zügelt. So, ich glaube, ich bin auch von 10 Monaten bis 18 im selben Haus aufgewachsen und ich glaube,
meine Mutter hat nicht so gerne zügeln, aber wahrscheinlich ist es etwas ganz tief drin, dass ich... Hast du es doch im Blut gehabt, das genau. Nomadenleben ein bisschen, ja. Genau, und meine Frau, ich glaube, ist auch fast schon das Gleiche formuliert, dass sie hat sehr gerne neue Erfahrungen erleben, neue Menschen kennenlernen, nicht so gerne neue Sprache. Ich bin mehr ein Sprachmensch. Meine Frau hat lieber nur Englisch geredet. Ja. Aber dann, ja, nach der Schweiz, dann sind wir auf Luxemburg. Wir sind allgemein ein bisschen länger als 2 Jahre in Zürich. Und dann nachher Eili, wir haben ein Problem mit der Verbindung. Du bist unterbrochen. Ja. Also, du hast gesagt, dass wir auf Luxemburg sind gegangen. Ja. Und dann, und deine Frau hat eigentlich, ist immer gerne mitgekommen mit dir. Sie hat gerne wieder neue Sachen entdeckt und neue Länder kennengelernt. Genau. Und Gott sei Dank auch, wir haben 3 Kinder. So, und die haben auch, die Ältesten wahrscheinlich nicht so ganz, nicht so wie die anderen 2, aber die 2 jüngeren Kinder haben immer sehr gern zügeln. Ich glaube, die hätten auch sehr gern schlussendlich irgendwo her anzusiedeln. Und also sie hätten sich gerne noch immer so ein bisschen länger niedergelassen. Genau, aber die haben sehr gern zu Europa können wohnen. Dass und die Schweiz ist auch, ich glaube, wegen der unterschiedlichen Alter vom Kind, denn für das Kind ist jedes Kind in der Schweiz fast schon das zweite daheim, sozusagen. Mhm. Obwohl wir nicht so lange sind da gewesen, aber vielleicht einfach zu einem wichtigen Zeitpunkt von ihrem Leben. So. Ja, genau. Also deine Familie hat eigentlich sehr positiv darauf reagiert, wo du gekommen bist und gesagt hast, lass es, wir zügeln wieder, ich habe einen neuen Job. Genau. Das war nicht so das Problem gewesen. Ja, Gott sei Dank als Familie kommen wir sehr gut miteinander. So, wir sind ziemlich gut daran gewöhnt, dass wir viele Zeit miteinander müssen verbringen im gleichen Haus. Also ihr kommt gut aus zusammen und das schweißt natürlich auch zusammen, so ein Erlebnis. Genau. Oder? Genau. Hast du das Gefühl, das bringt die Familie so ein bisschen näher, wenn man niemand an einem fremden Ort ist und dann wieder sich muss einleben und einander helfen. Genau, und du und mich, in dieser Familie ist ganz anderes Wort auch. Weil zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Luxemburg, meine Frau und ich, wir haben gar nichts gewusst, genauso wie die Kinder. So, es ändert fast schon die ganze Dynamik in dieser Familie, oder? Also die Kinder sind dann in die Schule gegangen und vielleicht haben sie mehr gewusst und mehr können als ihr, oder? Sprache schneller gelernt. Überhaupt. Ja. Über das Land, über den Kanton, über... Kulturen haben sie schneller, sehr wahrscheinlich kennengelernt, ja, in der Schule, oder, wo sie im Unterricht. Ja. Geschichte. Die haben unbedingt mehr Kontakt gehabt mit der Kultur, mit den anderen Menschen, vom Ausland auch. So, ich glaube, die ganze Familie ist ziemlich tief geprägt wegen dem. Ja, ich denke, das ist schon, es prägt einem den Kontakt und die Erfahrungen, die man macht, ja. Genau. Ja, und jetzt schlussendlich sind wir auf Amerika zurück. Ja. Wieso sind wir zurück? Ihr sind ja gerne zu Europa gewesen. Ja, ich glaube am meisten wegen dem Job. Leider. Also quasi dein Job hat eigentlich so euer Leben dirigiert. Dort, wo du eine Arbeit gefunden hast, dort sind wir reingegangen. Genau. Und ich glaube auch, weil
Unsere älteste Sohn, er ist in der, fast schon in der 11. Klasse in Luxemburg. Und der hat gewusst, glasklar, dass er in der Uni zu Amerika will gehen. Und das ist eigentlich ein bisschen anstrengender, aus Europa zu machen. So, es ist auch. Es gibt nicht wirklich nie einen guten Zeitpunkt dafür. Aber das ist, ich glaube, am wenigsten der schlimmste Zeitpunkt dafür, dass wir zurück auf Amerika gekommen sind. Ich glaube, ob wir noch in der Schweiz gewesen wären, dann glauben wir, dass wir in der Schweiz würden bleiben. Aber ich glaube, wegen Luxemburg, das ist eine ganz gute Erfahrung. Es ist ein kleines Land. Menschen sind Menschen überall, aber ich glaube, es ist der am wenigsten schlimmste Zeitpunkt, zurück nach Amerika zu gehen, aber am meisten wegen der Job. Also wegen, du hast auch ein bisschen die Wahl, wo du einen Job suchst, gell? Aber ja. Hast du so ein bisschen den Wunsch von deinem Sohn angepasst, der hat gesagt, er möchte auf Amerika studieren? Genau. Ja, und ist es schwierig gewesen, euch wieder zu Amerika zu integrieren? Also ihr seid ja eigentlich dann wieder Einheimische gewesen, ihr seid daheim gewesen, aber ihr habt eben ganz einen anderen Rucksack, also so viele Erfahrungen gesammelt. Und dann ist es schwierig gewesen, wieder daheim Fuß zu fassen. Ja, das ist bei mir das ist eine hochwichtige Frage, weil bevor wir in der Schweiz gesucht haben, hat ein Freund von mir erzählt, dass okay, zu integrieren in ein fremdes Land, das ist anstrengend und hin und her schwierig, aber weiter zu integrieren in demselben Land, das ist am schlimmsten. Im Heimatland, ja. Genau, und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mich nur darüber geklagt habe. Weil ich habe gedacht, aber es ist einfach. Ich bin Amerikaner geboren, ich bin Amerikaner aufgewachsen, ich bin immer Amerikaner geblieben, aber das stimmt, es ist ich glaube, weil es ist eine neue Erfahrung im Ausland, aber wenn wir zurückgekommen sind, dann haben wir gemerkt, dass wir uns ziemlich stark geändert haben, wegen der unterschiedlichen Erfahrungen. Und aber das Land ist genauso wie das Land immer war. Fast nichts hat wirklich geändert. Und auch weil so viele Freunde, die haben wahrscheinlich erwartet, dass wir zurück auf Amerika würden kommen, genauso wie wir das Land verloren haben. Aber wie wir das Land verlassen haben, ja. Und ja, ihr habt euch verändert. Also, und sie sind so ein bisschen überrascht worden oder überrumpelt. Genau. Die Welt ist eigentlich, bei uns ist die Welt kleiner geworden. Aber für andere Menschen, die nie im Ausland gewohnt hätten, dann es ist genau so gross so wie immer, oder? Ja, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass du Erwartungen gehabt hast, wie das ist, wenn es zurück ist, weil du hast ja genau gewusst, wie das wird sein. Und deine Freunde haben Erwartungen gehabt, wie das wird sein, wie es wird sein wie früher, wenn sie dann zurückkommen. Und dann ist die Situation doch anders, oder? Genau, und bei der Kind ist es zum Beispiel unsere Tochter ist zurück auf die Schweiz gekommen mit der gewisse britisches Akzent auf Englisch. Die Kinder sind in der Schule im Zug gegangen, so es hat mehr britische Studenten als amerikanische Studenten. So, und die anderen zwei Buben, die älteren Freunde hat ein bisschen betrachtet, dass die fast schon Europäer geworden sind, dass die keine echten Amerikaner
Also die Sprache ist schon wichtig für das Dazugehören, für das Gefühl, ich bin eine von denen, oder? Wenn du dich anpassen und den richtigen Akzent hast oder so. Genau. Und jetzt haben sie plötzlich einen anderen Akzent gehabt und so, okay, die gehören ja gar nicht mehr zu uns. So in dem Sinn, Mensch. Genau. Mhm. Genau. Ja. Also es war schwieriger gewesen, fast, sich zu Amerika wieder Fuß zu fassen und dich zu integrieren, weil deine Erwartungen vielleicht enttäuscht sind worden und vorher hast du gar keine Erwartungen gehabt. Du bist einfach gespannt gewesen auf etwas Neues und bist offen gewesen. Ja. So. Ja, ja, total. Ja, also was spricht dafür? Also ihr seid ja nur 2 Jahre in der Schweiz gewesen und trotzdem hast du sehr gut Schweizerdeutsch gelernt. Was spricht dafür, dass man Schweizerdeutsch lernt, wenn man in der Schweiz wohnt? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Bei mir ist es eine interessante Frage, weil ich glaube, vielen Leuten, wenn die am Anfang in der Schweiz suchen, dann die kommen immer denselben Rat über, dass zum Beispiel man muss nur Hochdeutsch lernen. Mhm. Und das hilft mir, wenn jemand ein bisschen Hochdeutsch kann reden oder kann verstehen, dann es hilft unbedingt dabei. Aber ich glaube, mir, es gibt wirklich 2 Punkte. So, am Anfang haben wir einen Notfall. Nicht so ein lebensgefährlicher Notfall, aber bestimmt einen Notfall in der Schweiz nach 3 Monaten oder so etwas. Und ich habe 117 angeschaut und der Mann hat mir erzählt, nicht da Englisch. Wir haben nicht Englisch geredet. Du hast genau. Einen Notfall angeschaut. Der hat ganz fließend und gut Englisch können, aber der hat nicht so gern Englisch reden, aber mir macht das total Sinn. So, schlussendlich ist alles gut rausgekommen, aber der hat mir am Anfang gesagt, ja, da redet mir entweder Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch und mir muss selber eigentlich daran entscheiden. So, aber auch im Büro, ein paar Kollegen hat mir gesagt, nach 3 Monaten, okay, du bist seit 3 Monaten her in der Schweiz, so jetzt musst du ein bisschen anpassen, entweder Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Und bei mir, ja, kommt mir wirklich nur über die Persönlichkeit, das Land, mit der Sprache vom Land. Und so bei mir ist es eine ziemlich einfach entschieden. Okay, ich habe mich immer Hochdeutsch studiert mit einer Privatlehrerin in der Schweiz, aber dann ich habe mich selber am Anfang nur selber Schweizerdeutsch studiert. Es gibt nicht so viele Bücher darüber, aber heute gibt es mehr, fokussiert, aber trotzdem gibt es fast nicht, aber ja, früher war es weniger populär gewesen, oder so Schweizerdeutsch Kurs zu machen oder Schweizerdeutsch zu lernen, oder heute hört man schon mehr davon. Genau. Und das ich bin mit 2 unterschiedlichen Sportvereinen verbunden und dort ist es fast schon Pflicht gewesen. Mit den jüngeren Menschen, zum Beispiel mit den 2 Buben, ist es, das ist komisch, aber es ist wirklich nie Pflicht gewesen, dass die 2 Buben Schweizerdeutsch können reden, aber mit den Erwachsenen ist es ein bisschen mehr erwartet, dass jemand wenigstens probiert, sich selber anzupassen. Aber bei mir ist es auch wichtig, weil dann nach 2 Jahren bin ich glaube, ein bisschen tiefer geprägt. Wegen der ganzen Erfahrung, wegen der Sprache, dann sieht man mehr die Persönlichkeit von Menschen. Wir haben auch früher darüber geredet, in dem Humor, dann merkt man mehr das Humor vom Volk. Also ja, genau, du hast Humor sehr gern und vor allem den Schweizer Humor und eben ich denke, du hast auch gerne Komiker hören oder so. Und was gefällt dir speziell am Schweizer Humor? Es ist so, als Midwesterner, so aus Detroit zum Beispiel, zu merken,
normalerweise, es ist ein ziemlich typisches germanistisches oder skandinavisches Humor, so hin und her ein bisschen sarkastisch, hin und her ein bisschen zynisch. So ab und zu so genau. Sarkastisch und zynischer Humor. Ja, und ein ziemlich trockenes Humor. Und das habe ich auch mit der unterschiedlichen Schweizer Komiker herausgefunden, dass ein Humor ziemlich ähnlich ist. Dass viele Menschen haben mir immer erzählt, oh, die Schweizer die haben gar keinen Humor, die sind so zurückhaltend und so weiter. Aber das trocken. Genau, ja, aber seriös. Das finde ich. Genau, ernsthaft, pingelig, punktlich. Ja, du hast nicht viel mit Humor zu tun. Genau, aber das habe ich wirklich nicht gefunden. Wegen der Sprache ist es ganz anders. Dass, also, du hast das Gefühl, die Schweizer sind humorvoller, wenn sie Schweizerdeutsch reden. Ja, das stimmt. Aber mir macht das total Sinn, dass normalerweise sind Menschen ein bisschen humorvoller und lustiger auf ihre eigene Sprache. Ja, oder? Das ist ja auch etwas eigentlich vom Schwierigsten zu verstehen in einer Fremdsprache. Genau. So die Witze, weil häufig geht das auf Doppeldeutigkeiten zurück oder verschiedene Versionen, wie man ein Wort interpretieren kann. Und, und so Witz zu verstehen, ist manchmal sehr schwierig. Ja, also du hast in dem Fall schon ein sehr hohes Niveau von Schweizerdeutsch, wenn du eben so Witze verstehst. Oder? Wenn du, dann musst du auch die Kultur ein bisschen verstehen und du musst die Art von der Schweizer verstehen und eben so die doppelbodigen Bemerkungen, oder, wo man kann zwei verschiedene deuten und so, ja. Ja, das stimmt. Mit dem Humor, den spielt mir ganz oft mit Wörtern und die Ausdrücke und das kommt mir überhaupt nicht über auf Fremdsprache. Oder es ist anstrengender, eigentlich. Ja, mit der Zeit versteht man es ein bisschen, aber dann selber so Witze zu machen, ist dann noch schwieriger, ja. Außerdem, es gibt so Witze, so ein bisschen wie Missverständnis oder so. Genau. Ja. Genau. Und auch für mich ist es etwas ganz, ganz Lässiges, Schweizerdeutsch. So, bin Englisch, muss ich als Anwalt ein ziemlich professionelles Englisch reden. Und das, denn ich habe fast schon ein bisschen mein lässiges Englisch verloren. Wegen dem. Und auch Hochdeutsch mir ist auch etwas Hochprofessionelles. Aber auf Schweizerdeutsch es ist immer etwas, es ist eine lässige Sprache eigentlich, weil es normalerweise nur eine gesprochene Sprache ist. Und dann, aber am wichtigsten, es ist immer ein bisschen informeller und ein bisschen lässiger. Ja, ja. Und hast du heute noch Kontakt mit Schweizer Freunden? Ja, ein paar, die immer noch in Zürich gewohnt. Obwohl, ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet, dass der eine ist ursprünglich aus Bern gekommen und in Bern aufgewachsen, aber der hat sich, ich glaube, mittlerweile ziemlich gut in Zürich integriert. Also und sprachlich auch? Ja, das merke ich mir fast nie wieder, dass er in Berner ursprünglich ist. Aber ich glaube, er hat ein paar Bilder, denn das kommt ein bisschen klarer aus. Aber, und der andere ist eigentlich im Kanadien aufgewachsen, aber der ist ursprünglich Bündner. Ah ja. Und der redet, das finde ich eigentlich so schön, wie er redet. Es ist ein bisschen langsamer, aber auch Bündnerdeutsch. Also genau. Er hat sich nicht angepasst zu Zürich. Ein bisschen, aber ich glaube, weil der ist am meisten im Kanadien aufgewachsen, so der hat eigentlich die Sprache fast nur von Eltern können lernen. So, und ich glaube, ja, aber das finde ich auch eigentlich cool, dass es so viele unterschiedliche Dialekte und Akzente gibt.
Ja, hast du das Gefühl gehabt, es ist schwierig mit Schweizer, so fast echten Schweizer Kontakt zu haben? Weil, also ich höre manchmal, dass es, dass du mit Leuten aus Mischehen oder mit Leuten, die mehr Kontakt haben mit dem Ausland oder schon im Ausland sind, gewesen, oder eben mit Expats, anderen Expats, die in der Schweiz sind, dass du dann mehr Kontakt hast. Ist einfacher ist, Kontakt zu haben, als mit so diesen richtigen, typischen, alteingesessenen Schweizer, wo vielleicht weniger international sind, so. Ja, ich glaube, das kommt darauf ab. Dass ich glaube, dass mit vielen Schweizern hätte schon mal Erfahrungen gehabt im Ausland als Studenten oder wegen anderen Quellen. So, und ich glaube, die sind im Allgemeinen hoch, weltoffenes hoch. Okay, aber Menschen sind überall Menschen. So, wenn jemand zum Beispiel in den Bergen 20 Minuten südlich von Pittsburgh fährt, dann erlebt man normalerweise eine gewisse Gruppe von Menschen und ich glaube, das ist es gleich überall in der Welt. Aber in typischen Dörfli oder in Stadt in der Schweiz sind Menschen genauso wie Menschen überall und als Midwesterner mit Deutsch und schwedischen Wurzeln bin ich auch. Ich glaube, ganz tief drin, ein bisschen zurückhaltender Typ. So bei mir ist das etwas ganz typisch. Ja, oder du verstehst dich vielleicht auch schnell gut, weil du hast das Gefühl, ihr habt so Gemeinsamkeiten. Genau. Du hast Gemeinsamkeiten mit diesen Genau. Leuten. Eben, ich habe dich als sehr humorvollen Mensch kennengelernt und du bist Anwalt geworden. Wie ist das gekommen, dass du plötzlich so seriös bist geworden und dich entschieden hast für den Anwaltsberuf? Boah, am Anfang soll ich nicht sagen, merci, wegen dem Humor, aber wegen der Anfangssache, das weiß ich nicht so ganz. Okay, ich habe einen Freund gehabt, nach der Uni-Zeit, wo mir erzählt hat, okay, der soll mal einen Test machen wegen dem Rechtsschul und dann, der ist wirklich kein hochmotivierter oder ehrgeiziger Typ. So, dann habe ich mich überlegt, ob er so einen Test machen kann, denn es muss nur so anstrengend sein. So, Ja, wenn dann er das kann, kann ich das auch. ja. Und ich habe meiner Frau erzählt, okay, das probiere ich und dann schauen wir mal, was nachher kommt. Und dann der Ergebnis ist eigentlich sehr gut. Und dann ich habe mich überlegt, okay, was soll ich anders machen? Ich bin, okay, als Bub habe ich mich immer geträumt, dass ich ein Profimusiker kann werden und das habe ich ausprobiert. Ich bin nur so erfolgreich geworden. Im Hintergrund sage ich, okay, Gott sei Dank, aber ich habe Werbung studiert, aber noch nie in Werbung wirklich geschafft. Und dann IT ist ein bisschen, bei mir ein bisschen eine langweilige Sache. So, dann habe ich einfach, ich bin ein Mensch, wo irgendetwas sieht und dann überlegt und erzählt, okay, dann kommt mal und dann schauen wir mal, was passiert. Und Also du bist spontan. genau, ein bisschen. Ich muss auch ein bisschen fast alle Sachen vorplanen, aber ja, schlussendlich muss mir einfach kumpeln und das habe ich in der Rechtsschule gemacht und dann Gott sei Dank ist das Ergebnis während der Zeit in der Rechtsschule ganz gut gegangen und es komischerweise bei mir denn in Anwalt zu werden, das kann auch etwas ganz Kreatives werden. Es kann auch etwas ganz streng und eng zu werden, aber fast jeder Job am Ende des Tages ist fast schon das Gleiche. Ja, wenn jemand kreativ ist, dann ist das Job auch etwas Kreatives.
Dann macht er aus seinem Job auch etwas Kreatives, ja. Genau. Ja, und ich denke, vielleicht als Anwalt hast du sehr viel zu tun mit sehr vielen verschiedenen Menschen, oder? Und kannst ihnen helfen oder so. Also, das ist, stelle ich mir noch interessant vor, dass eben mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Leben, mit verschiedenen Schicksalen in Kontakt kommst. Genau. Also, es ist nicht nur das trockene Gesetz, oder? Genau, und auch weil viele oder fast alle Leute haben schon mal gewisse Vorurteile wegen Anwälten. So, es ist nur so anstrengend, die Vorurteile in der anderen Richtung zum Beispiel zu werfen. Es ist normalerweise denken die Menschen, dass ein Anwalt überhaupt kein humorvolles Mensch wäre, dass wir immer besser bleiben, Dass dass ihr wir. möglichst viel Geld wollt verdienen von denen. Ja, Und das stimmt. Das stimmt für alle Anwälte. Aber die Erwartungen, wenn andere auf was ein Anwalt sollen sie, die sind nicht so streng, wirklich über zu streiten. es ist nicht so realistisch. Also, noch Anwälte sind normale Menschen wie andere auch. Ja, aber die Vorurteile, ja, Denen bist du die schon hat begegnet. ja, die haben schon, ja, viele Anwälte sind eigentlich genauso wie viele Menschen darüber Ja, überlegen. einerseits ist es ja sehr wahrscheinlich, dass du als Anwalt sehr angesehen bist und sehr einen hohen Status hast in der Gesellschaft. Ja. Aber andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen der Neid von diesen Menschen oder vielleicht auch einige Anwälte, die das ausnutzen und horrende Honorare haben und weiß nicht was. Und Ja. ja, ist vielleicht beides ein bisschen, dass Genau. man dann das Gefühl hat, eben so Vorurteile hat, ja, aber ja, Genau. das ist irgendwie Genau. ein Volk für sich. Genau, aber ich probiere jeden Tag etwas Kreatives herauszufinden. Beim Schaffen. Ja, genau, obwohl ich immer Kreative noch. Lösungen, das ist auch wichtig. Genau, Für bei der das stimmt. Anwälte. Sich in der Das stimmt. Grauzone richtig können bewegen. Genau. Ja. Also, aber du hast als Ausgleich auch kreative Hobbys, ja? Du hast heute Genau. noch viel Musik machen. Ja, wir haben ein Home Studio. So, ich spiele sehr gerne gewisse Musik aus den 90er. Unser ältester Sohn, er hat lieber ein bisschen technologisches Musik. So, er hat Techno. auch ja, Techno. Meine Frau auch spielt sehr gerne Klavier, aber am meisten elektronisches Klavier. So, auch ein bisschen Techno. Unser zweiter Sohn spielt sehr Oder gerne. Keyboard, Mensch. Ja, genau. Ja, es ist ein bisschen so wie, sie ist immer eine Frau aus den 80er, wegen der Musik. So, und unsere Tochter ist, sie ist, ich glaube, ein bisschen offener, wegen der unterschiedlichen Stil. Und unser zweiter Sohn spielt auch sehr gerne Gitarre. Also, ihr seid sehr musikalische Familie. Tönt ihr auch Ja. zusammen spielen, manchmal? Ihr könntet zusammen eine Band machen. Ab und zu, aber das ist, boah, das ist, jeder hat sich seinen eigenen Stil und das ist ab, so unser zweiter Sohn und ich, ab und zu, wir spielen miteinander Gitarre, aber er ist so talentiert mittlerweile geworden, dass bei mir, das ist doch peinlich, weil meine Frau erinnert sich an die älteren Tage, in denen ich jeden Tag Gitarre können spielen und Und sie dann bist du besser gewesen. Und heute, wenn du nicht mehr jeden Tag spielst, dann nachher verliert man sich ein bisschen. genau. Also bei mir, das Also ist du das. traurigst ein bisschen den alten Zeiten nachher. Genau. Ich bin Mir geht es auch so. auch beim Spielen der alte Greis und der ist hochtalentiert. Also so alter Greis bist du noch nicht. Messi.
Ja. Und also ihr seid sehr musikalisch und könnt Ja. Musik machen. Und dann hast du noch ein anderes Hobby. Ich bastle sehr gern Autos. Also du bist ein Hobbymechaniker. Ja, wahrscheinlich nicht so hoch begabt damit, aber bei mir es macht Spaß. Es ist während dem Prozess ist es überhaupt keine entspannende Sache. Normalerweise ist es ein bisschen stressig, aber nachdem dann fühlt man sich hoch entspannt. Und auch es ist etwas ganz Ruhiges. Und auch hin und her ein bisschen Kreatives, weil man muss eigentlich kreatives Lösungen finden, wenn etwas kaputt gegangen ist. Ja, genau. Ja. Also, du tust dein Auto flicken Ja. oder tust du irgendwie alte Auto instand stellen oder das auch? Ja, aber mit älteren Autos ist es ein bisschen einfacher, weil die Technologie ist nicht so involviert. So, die Sache ist, dass okay, meine Frau und sie ist ein bisschen Perfektionist mit Autos. Perfektionistin. Genau, mit anderen Sachen. Ich bin mehr ein Mensch, so wie etwas so funktionieren, aber ob es so schön aussieht. Es muss nicht so ästhetisch sein. Genau, das ist schön. So, ich mache sehr gerne Sachen mit Duct Tape oder mit anderen Dingen, Mit Klebi. wo meiner Frau überhaupt nicht gefällt. Aber solange dass das Auto funktioniert, dann. Es erfüllt seinen Zweck, ja. Genau, Genau. genau. Ja. Und dann also hast du ein bisschen ein Fieber, wenn du irgend an einem Job bist und das musst fertig machen und eine Lösung suchen. Und dann nachher, wenn du das gemacht hast, dann hast du eine grosse Befriedigung, oder? Genau, und dann, ja, das stimmt. Und dann, ich weiß, dass, okay, das Auto funktioniert bis das nächste Mal kaputt gegangen ist, aber Bis zu das der dauert. nächsten Panne. Genau, aber solange dass das Auto, das ich vor der Panne etwas flichert, dann ist alles gut rausgekommen und dann es funktioniert. Jedes Jahr muss ich irgendetwas schaffen, aber das ist nicht so streng und so normalerweise, es ist Frühling, fast schon Frühling geworden, so das ist eine Jahreszeit, in der ich eigentlich ein Auto muss Und wieder flicken. das Auto musst du instand stellen für den Frühling, ja. Und Genau. also du hast dann so Oldtimer oder so. Genau. Wir haben einen Oldtimer 911er und einen Oldtimer Dodge. Typisches amerikanisches Auto. Ja, mir sagt das nichts, aber vielleicht haben wir Zuhörer, die sich auskennen mit Auto oder meinem Sohn. Genau. Und Genau. dann, ja. Und du hast sie auch lackieren und schön bemalen und so. Ja, schön, das wäre, glaube ich, ein Stück zu weit, aber für mich, es funktioniert noch. Das ist am wichtigsten. Ja, Genau. also du bist ein sehr kreativer und sehr aktiver Mensch. Und ab und zu machst du noch Sport mit deinen Kindern, so viel Ja, ich bei mir weiß. das ist auch, denn die Luft ist auf dem Grind ist ein bisschen aufgeräumt, wegen dem nach dem Training. Genau, das Ja. durchlüftet ein bisschen deine Hirnzellen, ja. Du musst Genau. viel schnaufen, Genau, ich muss ziemlich stark darauf fokussieren, dass ich nicht soll sterben wegen dem. So, ich kann mich überhaupt nicht auf der Arbeit fokussieren, wenn ich am Ja. Joggen bin oder wenn ich Sport mit der Genau. Kind. Genau. Genau, dann kommst du auf andere Gedanken, also kannst du ein bisschen abstellen. Oh. Ja, das stimmt. Nur über dem Überleben eigentlich. Um Also, alles. du musst wirklich sehr intensiv Sport machen, dass es um dein Überleben geht.
dass du richtig kannst abschalten. Also du brauchst wirklich eine grosse Herausforderung und dass du richtig ins Schwitzen kommst. Genau. Ja. Also, das sind so die Fragen gewesen, die wir vorbereitet haben. Ich danke dir vielmal für deine Offenheit und für deine Bereitschaft, deine Lebenserfahrungen mit uns zu teilen und mit uns zu reden. Ich wirklich mach weiter so mit deinem Schweizerdeutsch. Das ist sehr gut. Du musst aufpassen, dass du deinen Kontakt behaltest mit deinen Schweizer Freunden. Unbedingt. Mhm. Ja. Und hoffentlich kannst du bald wieder einmal in die Schweiz kommen. Auch, dass das mit der Covid und alles bald vorbei ist. Das letzte Jahr haben wir ja wollen kommen, oder? Glaubst du? Und dann ist es nicht gegangen. Ist das, ja, stimmt jedes, das? Jedes Sommer, dann probieren wir zurückzugehen. Ja. Aber letzten Sommer, das hat nicht so ganz funktioniert. Und ich glaube, diesen Sommer, das funktioniert. Das Sommer sollte es wieder klappen. Genau, ja. Aber dann wahrscheinlich im Herbst, wer weiß. Aber ja. Schlussendlich wird das Virus vorbei. Ja, und es gibt Impfungen. Vielleicht hat es immer noch gleich irgendwo Virus, aber ich glaube, vielleicht gibt's dann mehr, ist es dann mehr unter Kontrolle. Oder, hoffentlich. Dass wir wieder normal können funktionieren. Genau, ich freue mich schon drauf, eigentlich. Du freust dich schon drauf? Genau. Okay, also merci vielmal für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hast noch ein Stückchen vom Tag vor dir. Bei uns ist schon Abend, ja. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Ja, ja, so wie immer. So wie immer. Mach's gut, hat mich gefreut. Danke, tschüss. Ja. Und ich danke auch allen Zuhörern und die mitgeschrieben haben und geschaut haben, schreibt im Kommentar Fragen oder so und lasst uns wissen, was ihr denkt von dem Interview. Ja. Also, merci vielmals. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss zusammen.